Jo. Jo, jo. Ey, heute habe ich mittendrin, während ich gerade eigentlich lernen wollte. Warte, was? Das Event wahrscheinlich, ne? Ah, ne, ist egal. Genau, mitten während ich lernen wollte, habe ich eine E-Mail bekommen. Da hieß es, ich kann jetzt Twitch Affiliate werden. Habe ich natürlich gemacht. Das hat irgendwie mehr als eine Stunde gedauert, das alles auszufüllen. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Scheiße machen sollte. Und ja, ich wollte ja die ganze Zeit Twitch Affiliate werden, wegen Channel Points, und die sind jetzt auch unlocked. Ich habe aber keine Ahnung, was ich dort reinmachen soll. Deshalb gibt es erstmal noch nichts, was man mit Channel Points machen kann. Aber ich habe Channel Points jetzt erstmal aktiviert und das ist sehr cool. Das war ja das, was ich eigentlich die ganze Zeit haben wollte. Ja, bis du mit Twitch Affiliate werden kannst, musst du aber halt leider erstmal eine Menge Sachen machen. Darunter ist halt einfach, ja, du musst dich verifizieren mit deinem Bankkonto und was auch immer. Oh mein Gott, das war übelst der Pain. Da musstest du erstmal drei Sachen ausfüllen und noch eine Sache ausfüllen und noch eine Sache ausfüllen. Und ich benutze halt nicht meine Steuernummer, weil ich ja noch nichts verdiene. Das heißt, das war einfach so absurd für mich erstmal. Ich muss es erstmal suchen und finden. Ich muss erstmal meinen Vater fragen, ja, was ist das überhaupt? Steueridentifikationsnummer. Da muss ich mir erklären, weshalb ich das brauche. Ja. Genau, und dann hat es immer noch erst eine Stunde gedauert oder sowas, bis ich Channel Points benutzen konnte. Ich dachte gerade so, die Channel Points sind immer noch nicht freigeschaltet. Dann war ich eine Stunde weg, kam wieder und dann hieß es, ja, okay, ich kann die benutzen. Ja, ist erstmal huge. Ich muss halt schauen, was ich wirklich mit Channel Points machen kann. Ich finde halt Channel Points sind cool, sind lustig. Aber die Frage ist halt, was kann ich damit machen? Also was für Rewards soll ich dann reinpacken? Ich glaube, jeder hat jetzt erstmal 0 Channel Points am Anfang. Boah, Digga, da steht jetzt ein Abo verschenken, um Nummer 1 zu sein. Ich glaub's auch. Im Chat. Ich fass es auch. Irgendwie wurden auch schon automatisch Goals eingerichtet. Man kann hier sehen, guck mal. Chilling LPs Goals. 10 Followers to go. Hier, das hier. Das habe ich nie eingerichtet. Das haben die von selbst gemacht. Es kam einfach automatisch. Oder auch hier beim Aktivitätsfeed. Kann ich es genauso zeigen. Hier. Auch. Das war nicht ich. Das haben die automatisch gemacht. Aber ganz ehrlich, nevermind. Ich habe jetzt nicht wirklich viel verändert von dem, was halt Default-Einstellungen sind. Ich habe halt einfach die Sachen befolgt, die sie mir gesagt haben, wie ich machen soll. Jetzt ist es halt, was es ist. Ich kann noch Änderungen später immer mal vornehmen. Aber da ich jetzt erstmal keinen Plan von gar nichts habe, mache ich erstmal gar nichts. Auch. Oh fuck. Genau, ansonsten, I don't know. The wind knows me. Time to go. Aber ja, heute war schon wirklich ein richtiger Brockmoment, als ich gesehen hatte, dass ich Twitch Affiliate bin. Oder Twitch Affiliate jetzt sein kann. Wie gesagt, man musste sich ja noch erst registrieren. Man muss sagen, guck mal, hier wohne ich, das ist mein Wohnsitz, hier sind meine Steuernummern, dieses, jenes. Warum muss man das angeben? Du kannst Geld bekommen durch Werbung und so Scheiße. Deshalb. Und das ist halt. Na, I don't know. Dafür musst du halt deine Steuern. Weil. Geld. Und Steuern von Staaten wollen Geld von dir haben. So, Idee ist. Komm, was ist das dagegen machen? Ja, gut. Hat halt auch tatsächlich eine Menge Zeit gefressen, natürlich, die ich eigentlich fürs Lernen haben wollte. Also, surely wollte ich das haben fürs Lernen. Naja, eigentlich schon, aber. You know. Warte, den Boss habe ich schon besiegt, ne? Das war gestern. Als die neue Version rauskam, habe ich direkt den Boss schon einmal.
gekillt. Sollte einen Momeli rangeben, Fake News ist ein zu kleiner Titel. Jo, Momeli, was geht? Willkommen im Stream. Es sollte einen Momeli rangeben. Der Boss ist mega wack. Er ist sehr stark, was Damage angeht. So viel kann ich sagen. Es sei denn, du hast Zhongli, dann ja, war es das auch wieder. Aber an und für sich macht er gar nicht mal so wenig Schaden. Ich weiß aber nicht. Ich habe nicht wirklich viel gesehen vom Boss. Ich habe ihn halt gekillt. Ist schnell genug. Du killst ihn schnell genug, als dass du nicht wirklich siehst, was da abgeht. Aber ja, nochmal zurück zu... Du willst einen Momeli-Rang haben? Nein, das gibt's nicht. Es gibt Fake-News-Rang. Das mehr brauchst du nicht auf dem Discord. Vielleicht werde ich irgendwann mal andere Ringe noch auf Discord hinzufügen, aber... Keine Ahnung. Wack. Okay. Okay, dann halt nicht. Auch hat's ein Crossword. Into the wind. Also. Okay, schade. Oh, Crit Damage, hey. Surely kriegt das Crit Rate. Oh, Mann. Ja, okay. Ja, ihr benutzt alle die falsche Ahle-Waffe. True, true. Der Black Tassel gleich die beste Ahle-Waffe, ich glaub's auch. Alter, also größere Scams habe ich auch noch nie gehört, glaube ich. Sein Weapon ist crazy, true. Das ist crazy schlecht. Falls du das meinst. Warte, das Team hat Triple Fav, ne? Fav, Fav und Fav. Das ist nice. Ich sollte auch mal vielleicht ein paar Favs leveln. Aber erstmal reicht's so. Jetzt mal for real, die Ahle-Waffe, gute. Hat Ahle eine gute F2P-Weapon? Ja. Jadewing Spear. Primordial Jadewing Spear. Ist fast so gut wie ihre Waffe. Ja, ihre Waffe gibt dir Damage-Bonus, das stimmt schon. Aber auf R1 ist es nicht viel besser als R1 Jadewing Spear. Es ist besser, aber es ist nicht viel besser. Es ist wirklich nicht viel besser, es ist auf jeden Fall nicht wert dafür zu pullen. Also irgendwie. Wenn du Jadewing Spear hast, es hat genau die gleichen Stats erstmal. Und Jadewing Spear gibt dir noch wie viel Prozent Attack? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war irgendwie sowas wie 20-30%. Ich kann schnell nachschauen. Wie viel bringt dir Jadewing Spear? Wenn wir darüber reden, wie viel es bringt. So, Jadewing Spear gibt dir 3 mal 7, ja, 21 plus 2, ja, das sind 24% oder sowas. Ich meine 34% Attack. Ja, 34% ist weniger als 36% Damage Bonus. Aber der Unterschied ist insgesamt weniger als 10%. Und für eine Signature ist das sehr wenig. Es ist geschätzt 10%. Hör, das ist eine 3-Star-Weapon, die sieht very gut aus. Meinst du White Tassel? White Tassel ist okay. In Bennett Teams. Es ist okay. Ja, die meine ich. Ja, das ist ja offensichtlich, aber sie ist trotzdem schlechter als so ziemlich alle anderen Optionen. So, White Test ist eine gute Option, ja, aber nur für F2Ps. Wenn du nichts Besseres hast. Wegen Base Attack? Ja, Base Attack ist insane low. Wir können uns ja mal anschauen, was ihr Damage Bonus ist. Okay, erstmal, wir schauen. Falscher Waffentyp. Also, White Tassel, ne? Increases Normal Attack Damage by 48%. Normal Attack Damage. Das ist nicht Damage Percent. Es ist Normal Attack Damage Percent. Aber nur für Normal Attacks. Und ja, Ahle macht einen großen Teil ihres Damages von Normal Attacks. Es ist sogar fast alles. Deshalb ist es sehr viel. Aber ihre Base Attack ist sehr, sehr gering. Crit Rate ist auch nicht schlecht. Crit Rate ist besser sogar als die von Primordial. Aber die Base Attack ist übelst am Griefen. Außerhalb von Bennett Teams ist es ultra scheiße, weil sie scaled so fett von Attack.
Ah, ja, bester Polar Muse, ja, Trust. So, diese Waffe ist von dem, was ich gehört habe, schlechter als. Na, warte. Ich kann mich nicht dran erinnern. Weißt du was? Lass mal nachschauen. Alekino. Weapon Ranking. Hier. So. Genau, natürlich Best ist ihre Signature. Danach kam Primal Dial. Danach kam Staff of Homer. Dann Deathmatch, Blackcliff Pole oder so eine Scheiße. Moment. Hold up, das sieht nicht ganz akkurat aus. Das sieht ungefähr richtig aus, ja. Wir können auch bei KQM hingehen. KQM. Alle Kino. Wo ist die Slime-Waffe nicht vorhanden? Hier, ne? Also. Das ist die beste, das ist die zweitbeste, das ist die drittbeste Waffe. Dann hast du Battle Pass. Oder es könnte auch sein, dass. Ich habe gehört, dass Dings auch sehr gut ist. Wie ist nochmal? Dass. Homer. Genau, Homer ist auch sehr gut. Aber es ist nicht so gut, weil es HP von HP scaled. Das heißt. Ja, HP bringt ja halt nicht so viel wie Attack. Deshalb ist Homer okay, ist gut auf ihr, ist aber nicht so gut wie Primal Dial. Aber ich glaube ungefähr so gut wie Staff of the Scarlet Sands. Dann hast du die Battle Pass Waffe und dann kriegst du Dings. Und das ist nur in Bennett Teams. Wie ist es nochmal? Das White Tess ist eine gute Waffe, aber nur in Bennett Teams. Ist die Sache. Weil Bennett gibt dir so viel Attack, dann ist es fein. Dann macht der Damage-Unterschied nicht so viel aus. Ich finde die nur so meh. Welche meinst du? Slime? Black Tessel? Surely. Nee, also White Tess ist eine gute Waffe, aber nur mit Bennett. Und auch dann ist es schlechter als alle anderen vorher genannten Optionen. Nein, Ahle. Du meinst Ahle? Oh, okay, I guess. Jetzt habe ich mich aus Versehen vertippt. Beim KQM. Es fehlt so viel Quality of Life, ja, das kriegst du halt durch Constellations. Viel Spaß. Ah, was ist das? Come on. But why? But why? Fucking why? Das Spiel mag mich einfach nicht. Hab eh keine Ahle. Ja, ich habe 50-50 auf dem Vlad-Banner verloren. Ich könnte mir hier Ahle garantieren, aber nein. Ich habe auf dem anderen Account auf Ahle gepult. 50-50 verloren zu der. Nochmal der. Der, ich kann nicht mehr. Wirklich. Der ist so am Griefen. Das ist unfassbar. Ja, was mache ich mit meinem restlichen Resin? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach ein bisschen Artefakte farmen. Four-Star-Artefakte, wie man es kennt. Ja, ich meine, One- und Two-Star-Artefakte in der Wand. Und. Genau, dann sollte mein Resin wieder auf 40 sein, dann mache ich noch einen Domain Run. Oh mein Gott, viele Leute sind gerade online, das ist ja crazy. Kasimir, Shinohorn, Mui, German, Duke, keine Ahnung, wer das ist. Sayu, Punkt. Wakey Wakey, Blume, Momeli. Buff Chlorine, ach so. Ja, I don't know. Keine Ahnung. Ich meine. Wenn wir von Bust-Size reden, kann sie nicht mehr gebufft werden so sehr. Okay, doch, du könntest sie buffen. Du könntest sie auf schön höher Level bringen, aber. Das ist halt behindert. Schön höher Level ist crazy. Aber könntest du machen. Könntest du machen. Oder er redet von Meta. Vielleicht weil er Träume kennt oder sowas. Vielleicht hat er irgendwas geträumt und in seinen Träumen war sie zu schwach oder so. Aber ich weiß nicht. Wird Klonen schlecht? Aufgrund gewisser Gründe kann ich leider keine Informationen dazu teilen, aber ich kann dir sagen, dass ich denke, dass sie nicht schlecht sein. Also, sie wird safe nicht schlecht gemacht werden. So, selbst wenn wir von Träumen reden, sie sind immer noch. Also, wir reden von einer Beta-Version, wenn schon. Das heißt, was jetzt gesagt wird, kann sich noch viermal ändern oder so ein Scheiß. So, Digga, was du jetzt hörst, stimmt einfach nicht fürs Ende. Es kann sein, dass sich nicht viel verändert. Es kann aber auch sein, dass sich alles verändert. Jo. Aber ja. Jojo. Hast du schon diese Genshin 4. Weißt du, diese. Ja, scheiß drauf. Hast du das Discord Genshin-Ding schon gemacht? Nein. Actually ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, ich bin extra reingekommen, damit du das machen kannst. Oh ja, danke, Mann. Ja, mach ich mal.
Ich weiß nicht, ob Digga, das wirklich funktioniert bei mir, wieso? weil irgendwie steht da nicht mal die Mission, dass ich sie machen soll, aber I mean, I guess. Oh, perfekt. Ja. Schuldig kriege ich Du, trotzdem aber noch. du checkst nicht, du checkst nicht. Ich war gefühlt noch nie so krank, wie ich seit gestern bin. Das ist fatal. Wenn du heute krank bist und du noch so reden kannst, dann bist du nicht krank genug. Ich sag so, ey, Bro, gute ich Besserung, weiß aber du nicht. bist nicht krank genug. Du glaubst nicht, was krank heißt, wenn du wirklich krank bist. Ich sage einfach, dass ich noch nie so krank war. Dann habe ich Okay, einfach ein gut. stabiles Immunsystem. Aber. Es gibt auch einen Unterschied zwischen stabiles Immunsystem trotzdem krank werden können. Ich meine, Ja, wenn ich du Ebola weiß. bekommst, kannst du noch so ein starkes Immunsystem Ja, haben, du wirst trotzdem Bro. sterben. Mein Arsch hat aber auch nicht Ebola. Also, das ist auch ein Unterschied. Ja, gut, fair enough. Naja. Warte. Genau, also Chlorint, Träume, wie gesagt, die sind sowieso subject to change 100%. Alles, was jetzt halt irgendwie, also bevor Chlorint released wird, können sie noch alles changen, was sie wollen. Das heißt, ich kann dir absolut nichts dazu sagen. Aber ich kann dir sagen, dass sie 100% insane stark sein wird. Vielleicht nicht insane stark. Aber, Bro, schau dir Chlorint an. Sie ist der Nummer 1 Champion in der Fontaine. Wie ist nochmal? In der Fontaine. Wie ist nochmal? Egal, du weißt, was ich meine. Wenn es Ich um glaube, sie zu ist die der stärkste selbst Fontaine ich. Duelist, hieß es. Ich glaube, selbst ich habe zu der Werbung bekommen. Also YouTube Recommendation von Reagan. Geil. Also Main DPS oder was? Digga, also wenn sie kein Main DPS ist, dann fresse ich auch einen fucking Besen, weißt du was? Sie ist ein Duelist! Sie ist ein Champion Duelist Nummer 1 Electro Duelist in ganz Fontaine. Nee, weißt du was? Sie wird Supporter. Surely wird sie Support. Surely wird sie ein Physical Supporter, vertrau mir, Bro. Sie wird ein Healer. Ja, sie wird ein DPS. Sie wird 100% Main DPS. Das kann ich dir auch sagen, ohne es zu wissen. Wenn sie kein DPS wird, dann ist Alekhino kein DPS. Dann ist Alekhino ein Supporter. Dann ist Hu Tao ein Crit Rate Buffer. Weil sie Leute, 12% Crit Rate hat. klippt das. Klippt das und schickt es ihm, wenn sie kein DPS ist. Klippt es. Ja, okay, mach das gern. Von mir aus. Ich bin zu 99,99% confident, dass sie so fett ein DPS wird. Und zwar ein Electro-DPS at that. Natürlich, weil sie Electro ist. Ist ja klar. Ja, also ich dachte jetzt, sie wird Anemo. Braucht Anemo. man die andere, die auch kommt, damit man sie spielen kann? Ich weiß es nicht! Woher soll ich das wissen? Außerdem ist Yo, es on denkst du stream, bist ich darf nicht CEO? über Leaks reden. Erstmal, ich darf nicht über Leaks reden. Zweitens, ich weiß nichts über Leaks, vertrau mir. Und drittens, ich kann dir nur sagen, was ich glaube. Aber wir wissen, dass die andere auch zu 100% ein Healer ist. Die andere, also erstmal Sethos, ist vielleicht ein Electro-Support, vielleicht ein Electro-DPS. Wir wissen gar nichts über ihn, also können wir gar nichts darüber sagen. Aber Sijuin ist eine Head-Nurse. Sie ist. Aber was ist die? Die ist eine Krankenschwester oder was auch immer. Ein Arzt! DPS. Sie ist ein Arzt. Was wird sie wohl sein? Niemals ist sie ein Healer. Crazy, du wirst safe und viel DPS. So, du kannst von deren Lore, also wirklich, Bro, schau dir deren Lore an. wieso hat Shan Yun nur eine halbe Brille? Was ist eine halbe Brille? Bro, oben ist einfach nicht so. Also, Bro, hast du noch nie Brillen Bro. gesehen? Es gibt auch welche, die so Bro. aussehen, ja. Ja. Lüge. Na, true, true, true. Das ist normal, Bro. Sagt mu sogar Momedi und das soll was heißen. Ja, Ja. weiß ich So, nicht jede Brille sieht so aus, ja. Aber das ist doch ein normales Design, jetzt mal ganz ehrlich. Bro, ich kenne vielleicht zwei Leute mit einer Brille, also. Ja, dann bist du einfach fucking weird. No. Ich meine, hast du noch nie Sucrose gesehen? Bro, was interessiert mich Sucrose? Ich hasse die. Ja, aber Sucrose hat genau die gleiche Brille. Bro, das ist crazy. Das erinnert mich so an Haikyuu, wenn die so die Gesichter so hinterm Netz sind, aber trotzdem so das Netz einfach nicht vor deinen Gesichtern ist, sondern so ein Loch ist einfach. Bitte was? Was laber ich überhaupt? Das, hast du Haikyuu nicht geguckt? Nein. Ja, komm, dann hast du auch kein Rederecht mehr, also. Absolut doch, Digga. Ich habe mehr Rederecht als du. Ja. Egal, wenn ein ganzer Brille-Skin kommt, kauft er sich ihn.
Aber wirklich. Aber deshalb muss noch gewartet werden auf den ganzen Brille-Skin. Alter. Kann man mit Shan Yun klettern? Nee, weißt du kannst mit dem Charakter einfach nicht klettern. Das ist so eine spezifische Passive. So, das ist nur für sie. Raiden Shogun kann nicht kochen, also... Ja, und dein Arsch kann nicht laufen. Nicht denken, meine ich, sorry. Okay, also es war ein bisschen jetzt Eigentor vom Dicker, aber... Was? Nein, ich wollte erst nachdenken, ich wollte erst eine komplette Scheiße über dich sagen, das ist mir aufgefallen, ich kann noch besseren Witz daraus bringen. Das war ein Gedanke, der kam literally während ich ihn gesagt habe, raus. Krass, krass, krass. Warte, ich muss mehr Spots abfahren. Ich glaube, hier war ich gestern, aber da kann ich nicht hin. Warte, was? Dori hat die einzige ganze Brille unter den Charakteren und Bennett, wenn der zählt. Warte, Bennett hat eine Brille? Ach stimmt, die Gorge. Oh, ich hab's vergessen, das ist... Bro, also ich meiner Meinung nach ist das keine Brille. Oder das ist ein ganzes Teleskop, was der da hat. Was ist... Doris Brille ist aber auch keine dann. So, ja, ich habe jetzt bei Kanalpunkte Touch Grass eingefügt, aber das ist halt eigentlich sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob 5000 viel oder wenig ist, ich glaube es nicht wenig. Aber es ist halt auch nicht insane viel. Also, irgendwie, ich check's es nicht. Bei manchen bekommt man ultra schnell Kanalpunkte, bei manchen sehr wenig. Ja, es kommt drauf an auch, glaube ich, einfach. Wenn du zum Beispiel regelmäßig schaust, kannst du eine Streak haben mit Kanalpunkten, dann kriegst du mehr. Ah, okay. Ja. Oder manche streamen halt natürlich auch länger und bei manchen kriegst du auch noch Boni, du kriegst halt sozusagen so eine Chest, die du mitnehmen kannst und die gibt dir dann halt 50. Genau. Ja, also ich würde dir raten, irgendwie für 500.000 oder so auf so Grammkarton für 5.000 VIP. Ich will VIP werden. Keine Ahnung. Ich schau mal, was ich einrichte. Falls ich überhaupt was einrichte. Noch. Also ich werde safe was einrichten auf jeden Fall. Mach doch für 100.000 ein Team, mit dem du bis clearen musst. Oh nein. Das, okay, 100.000 ist viel, aber wenn halt am Ende sowas wie Dori. Nee, wenn sowas kommt, weil ich schwöre, irgendjemand würde sagen, Dori. Goru Kawe Chichi. Und ich weiß, ich werde der Erste sein, der das macht. Wobei, ich glaube, das wäre so das tatsächlich die Bottom 4 hier. Guck mal. Yunjin, Jin Yan, Dori und Kawe wäre so das Team. Synergy ist nicht vorhanden. Oder sagen wir mal, nicht mal Dori, sagen wir mal Chichi, Kawe, Jin Yan und Yunjin. Was will ich damit machen? Gar nichts. Das ist nicht möglich. Ja, Bro, aber es wäre doch lustig. Ja, aber ich kann damit nicht einen Abyss klären. Weißt du, wie schwer der Abyss ist? Ja, du bist krass. Nein, so funktioniert das nicht. Wäre aber funny. So, nur weil es lustig ist, heißt nicht, dass ich das mache. Bro, für 100.000, das erreicht man in gefühlt 10 Jahren. Ja, aber dann kriege ich eine impossible task. Ja, solange es in einer absehbaren Zeit ist, das heißt weniger als ein Jahr. Also, das ist eine unmögliche Task. Da müsste ich dort ja mehrere Stunden extra nur für diese eine Aufgabe verbringen. Dann halt versuch, den zu clearen. Okay. Weißt du? 30 Minuten lang versuchen. Das kann ich machen. 30 Minuten für keine Ahnung wie viele Milliarden Jahre der dir zugefügt hat. Ja, du glaubst gar nicht, wie painful es ist, so ein scheiß Team zu spielen. Und du glaubst gar nicht, wie painful es ist, Team zu spielen. Ja, warum willst du das überhaupt machen? Das ist eher die Frage. Weißt du, was ich meine? Du musst clearen, aber nicht 36 Star. Ich weiß, dass es nur clearen ist, aber du kannst auch nicht... Guck mal, ich hab auch probiert zu clearen. Teilweise mal mit Accounts, also mit einem Account, der nicht so gut ist. Clearen ist auch manchmal unmöglich mit schlechten Charakteren. Wenn du wirklich von schlechten Charakteren sprichst, wenn sie dann auch keine guten Artefakte haben, es ist literally unmöglich. Das kannst du sogar ausrechnen dann so. Kannst du mal schauen, wie gut ist ein Charakter auf Level, wie viel 0 mit 1er Talenten, sagen wir mal Level 1 oder sagen wir mal alles unter 20 mit 1er Talenten, selbst mit den besten Artefakten, zu was ist es in der Lage? Mach ein Guru, und guck mal. Wir können gerne diese Charaktere hier nehmen und wir können die besten Artefakte, die es gibt, draufpacken. Und die vier Charaktere, kann ich dir versprechen, auf diesem Level sind nicht in der Lage, Abyss überhaupt zu clearen. Viel Spaß bei der Diskussion. Mobili support. Oh, was? Egal. Du musst 15 Minuten pro Stream versuchen, bis es geschafft ist. Nee, das mache ich halt nicht. Wie gesagt, das ist mathematisch unmöglich. Das heißt, ich müsste extra alle Ressourcen ausgeben, die ich habe. Nur um die Charakter zu bilden, damit ich eine dumme Challenge schaffen kann. Nein, das ist eine dumme Idee. Ich mach das einfach nicht. Das ist sowas wie, würdest du für 100 Milliarden Euro einen Familienteil von dir assassinieren? Nein! Würdest du nicht! Und noch so viel Geld das ist!
Oder versuche, über 5 Meter rüber zu springen für den Rest deines Lebens, jeden Tag 10 Versuche. Nein! Es wird nicht funktionieren. So, und ich mach das auch nicht. Du kannst tatsächlich Teams zusammen craften, mit denen es unmöglich ist. Mit denen es wirklich mathematisch unmöglich ist. Und wenn du das machst, dann mache ich das halt nicht. Wenn ich weiß, dass es eine Chance gibt, dass du es abusen kannst, in einer Art und Weise, die mich permanent beeinflussen würde, dann mache ich das nicht. Und ich sehe das. Mach doch einen Team festlegen für 15 Minuten. Das kann ich machen, okay. Ich kann sagen, Team festlegen für 15 Minuten, das ist dann nicht so schlimm. Aber wenn du sagst, ich muss Abyss schaffen damit, nein. Das funktioniert einfach nicht. So, das kannst du dir sonst noch irgendwo hinschieben. Wenn du es abusen kannst in einer komplett behinderten Art und Weise, wie gesagt, mit permanenten Folgen, dann nein. First Floor. 15 Minuten, warte, was? Jetzt verstehe ich gar nicht, was du überhaupt damit aussagen willst. Du meinst, hä? Beide getrennt. Oh fuck, das war dumm. Die Waffe brauche ich nicht. Warte, war ich hier schon heute? Ah ja, ich glaube, ich war hier schon. Nee, ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. First Floor, beide getrennt. Egal, ich kann auf jeden Fall irgendwas machen mit der Abyss Challenge, aber ich werde dann halt nicht irgendwie etwas machen, was du offensichtlich auf permanente Zeit abusen kannst. So, das macht offensichtlich keinen Sinn. Einmal Team festlegen für 15 Minuten und ein Team festlegen für Abyss Floor 9. Warte, was? Ein Team festlegen für 15 Minuten, das ich spielen muss im Abyss. Und eins, das ich, mit dem ich Floor 9 schaffen muss, meinst du? Oder wie? Oh, Mann. Nee, Hauptteam. Was ist Hauptteam? Für 15 Minuten. Was, hä? Was meinst du damit überhaupt? Ein Hauptteam für 15 Minuten. Du meinst, hä? Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht. Du musst einfach ein Team 15 Minuten spielen, egal was du machst. Ja, das ist ja basically egal. Da gibt's ja... Das juckt nicht wirklich. So, ja gut, da könnte ich sagen, Channel Points, okay, ist fein. Kann man irgendwo in der Midrange platzieren. Midrange, warum? Ganz offensichtlich, wenn ich es zu billig mache, kann man spammen. Wenn man spammt, dann würde ich die ganze Zeit scheiße spielen. Das will ich auch nicht machen. Und das andere, ein Team, mit dem man eine Büss machen muss, aber nur Floor 9. Eins oder zwei Teams? Aber Floor 9, also bis erstmal Floor 9, auch das machen ist übelst scheiße, je nachdem. Ich kann gerne was festlegen erstmal. Ich kann mal 15 Minuten sagen. 15 Minuten Team deiner Wahl in der Overworld. Channel Points. Ich kann hier Add New Custom Reward machen. Give your reward a name. Teamwechsel. Gib ein Team deiner Wahl an, mit dem ich für 15 Minuten lang spielen muss. Das, was ich gerade mache. Ich weiß halt wirklich nicht, wie viel 5000 sind, aber ich will halt nicht, dass wenn du zum Beispiel, wenn dann irgendwie so 4 Leute reinkommen und jeder will irgendwas spammen, ich habe nicht Bock, eine Stunde lang
dass ich irgendwie, also dass es zu schnell geht. Ich sag mal, ich denke erstmal, ein fairer Preis vorerst ist, sagen wir mal, 4000. Ich weiß nicht, wie viel das ist, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis man es bekommt. Aber wenn ich bemerke, dass es zu häufig kommt, wenn ich bemerke, dass es gar nicht kommt, dann kann ich den Preis erhöhen oder erniedrigen. Aber ich bleib erstmal bei 4000. Eins hätte ich gesagt, weil dann kann man Artefakte umrüsten und Waffen geben, dann wird das was. Okay, und dann können wir noch Abyss Challenge. Okay. Floor 9 Hülle. Team deiner Wahl angeben. Mit dem ich. Alle 5 Minuten gibt es plus 10 Kanalpunkte. Ja, ich weiß, aber du kriegst noch andere Quellen. Du kriegst auch noch irgendwie alle 20 Minuten diese komischen plus 50. Und du kannst, wenn du häufiger hintereinander im Stream dabei bist, jedes Mal, was weiß ich, nochmal 100 oder 1000 oder 2000 bekommen. Vielleicht sogar, wenn du, glaube ich, regelmäßig zuschaust. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß, ich habe mal gehört, dass es das gibt. Dementsprechend habe ich jetzt nicht vor, dass man. Okay, 2000 ist vielleicht Cap, aber. Du kannst ja so eine Streak haben, dann kannst du noch mehr Punkte bekommen. Ich weiß nicht, was ist und wie viel du davon bekommst, aber, you know. Egal. Team deiner Wahl angeben, mit dem ich. Ein Team. Eins von zwei. Ein Team deiner Wahl angeben, mit dem ich Floor 9 schaffen muss. Dann Voraussetzungen. Ich muss den Charakter besitzen. Ich muss den Charakter besitzen. Erstens, ich muss den Charakter besitzen. Zweitens, das zweite Team ist offen. Ist mir offen. Ich glaube, das ist eigentlich alles. Ich mache mal Enter Amount. Ich weiß nicht, wie viel das sein soll. Auch hier mache ich erstmal 5000 rein. Ich mache erstmal alles so ungefähr auf die 4000-5000er Range, weil ich nicht weiß, was ist. Floor 9 Hölle, Teamwechsel. Genau, gibt ein Team deiner Wahl, mit dem ich 15 Minuten lang spielen muss. Selbstverständlich muss ich das. Muss ich die genannten Charaktere besitzen. Genau. Das sind erstmal die Sachen, die ich dann hinzugefügt habe. Nein. Nein, bis zu 450. Oder warte, warte, was? Weil dann kann man Artefakte umrüsten und Waffen geben. Alle 5 Minuten gibt es plus 10. Nein, bis zu 450. Okay, keine Sorge wegen Resistenzen. Man kann ja diese physischen Waffen benutzen. Was meinst du mit physische Waffen? Resistenz und physische Waffen, das verstehe ich gerade nicht, was du meinst. Wie kann man eigentlich einem Channel Points geben? Die Perle da, der Katalysator. Warte, erstmal, ich kann mein Resin umcraften, das ist erstmal huge. Das mache ich mal kurz. Ich verstehe nicht, was du meinst mit Resistenzen da. Welche Resistenzen, von welchen Resistenzen sprichst du überhaupt? Und wie die Perle da, der Katalysator. Meinst wahrscheinlich die Fontaine Craftable, oder? Aber die Fontaine Craftable habe ich nicht mal. Und ich weiß immer noch nicht, was du mit Resistances meinst oder Resistenzen, wie auch immer. Ich schau noch mal kurz nach wegen Channel Points, ob ich irgendwie, wie man da geben kann oder nicht geben kann. Default Reward kann ich. Modify Single Mode. Ach stimmt, hier kann man noch customize. Nee.
sehe hier ein Create a Community Challenge. Give your challenge a name, bla bla bla. Enter Amount, Goal Amount. Was? Achso, das ist wie viele Channel Points. Ah, okay, gut, nee, keine Ahnung. Kann man Channel Points vergeben überhaupt? Angenommen, beide Räume haben Wassergegner und du musst Kokumi, Lüvile, Barbara, wenn es so ein hätte, noch einen Hydro-Katalysator spielen. Ach, du meinst. Meinst Eye of Perception, dass man das spielen muss. Stimmt, man kann ja übelst Scheiße machen damit. Ist ja fucking disgusting. Ist ja die Waffen, die Gegner physisch Schaden hinzufügen. Ja gut, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das hier. Wenn man Sachen abusen kann, dann muss ich mal schauen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, aber wenn es halt passiert, ich hätte halt keinen Bock drauf. Nein, das. Nein, mit der ist das easy möglich. Naja, wenn du 4 Hydro Catalysts hättest. Das wäre halt scheiße. Ich hab nicht mal Mona, also ist das nicht möglich. Ja, und Channel Points, keine Ahnung, wie das jetzt ganz funktioniert. Wie man noch mehr geht. Also kann man irgendwie geben? Ich habe gehört, man kann irgendwas zurückbringen oder sowas. Ich war mal in einem Stream, da hieß es so, oh ja, ich kann es gerade nicht erledigen. Es war irgendwie, ich glaube, irgendwie ein Minecraft City Build Server. Und dann hieß es so. Wünsche erfüllen. Jemand hat, also es war kein Wünsche erfüllen Stream und dann hat der Streamer gesagt, oh ja, wir machen gerade kein Wünsche erfüllen, das heißt, er kann die Punkte zurückgeben. Man kann Points geben. Warte, wie funktioniert das? Das ist das, was ich meine, so wie funktioniert das, weil ich habe mal gehört, dass es funktioniert, ich weiß aber nicht, wie. Oh fuck, warte, das macht gar keinen Sinn, mit Chinchio dieses Team zu spielen. Naja, es ist, was es ist. Habe ich halt das Default VV Wave Setup. Ich glaube, Ausrufzeichen Give Points at Username. One with nature. Time to go. Ohne Welt macht es einfach so viel weniger Schaden, ist auch lustig. Na gut, jetzt bin ich auch komplett am Raff gewesen, basically. Kein Pyrosword, kein Vape, kein Bennett. Attack Buff. Nice. Warte. Was auf Zeichen. Give Points. Hold up. Ich mach mal kurz Test. Ich hab einen Test. Dings. Zum ersten Mal gechattet. Ich habe noch nie hier gechattet. Scheiße und Scheiße, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 10. Ne, funktioniert nicht. Ich kann es halt bei mir viel leichter verifizieren, wie wenn ich es bei dir schauen würde. Wie wenn du mir Dings, also no offense, aber ich kann es halt viel besser sehen. I don't know, funktioniert nicht ganz. Ist es vielleicht slash give points? Ich habe keine Ahnung. Schade. Vielleicht Mod View, Chat Highlights, Chat Settings. Ich habe keine Ahnung.
Also, I don't know. Irgendwie funktioniert es gerade nicht so, wie ich es mir wünschte. Add, achso, Ausrufezeichen. Points, add. User. Name. Achso, natürlich Username. Der. Warte, ich schau mal nach. Surely findet man es online. How to manually. Give channel points Twitch. Oder Ausrufezeichen Add Points. Nee. Funktioniert auch nicht. Das ist schade. Da mache ich halt noch gerne ein Add vorne dran. Ich meine, wenn es hier drin steht, dann funktioniert es ja offensichtlicherweise nicht. Ich kann es noch mal probieren. Ich krieg die Punkte nicht. Nee. Das funktioniert leider nicht. Das ist irgendwie voll Kacke. Schade. Ich schau noch mal nach. Give Points, Username, Amount. Wird Schingling es schaffe, Punkte zu vergeben? Warte, 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 was? Wer hat das gesagt? Ist es Frosch? Frosch? Hallo? Bist du das? Das hab nicht ich gemacht, diese Umfrage. Das ist eine Umfrage. Also, eine geht nur von den Mods. Umfrage. Alter, das ist geil hier. Wird Schingling es schaffen? Es gibt auch noch null. Predict. Man muss Punkte zahlen fürs Abstimmen? Was ein Scam. Geil, Ausrufezeichen. Give Points. Der Schingling 10. Nee. Ich kann abstimmen. Ich kann mit Ja und Nein abstimmen. Warum kostet das Punkte? Was ein Scam? Achso, ich muss natürlich noch Add machen. Ich kann natürlich auch das Add dran. Ah, das ist übelst nervig. Das ist eine Wette, ach so. Nee, das funktioniert nicht. Das ist übelst scheiße. Was ist das denn? Ich muss halt gerade alles erkunden. Das kann man auch nur onstream machen. Der Gewinner bekommt den. Die Gewinner bekommen die Punkte der Verlierer. Ach so. Hallo, Frosch? Du da? Naja, gut. Wenn natürlich alle fürs Gleiche abstimmen, dann. Ja. Und wie wird aber bestimmt, ob was richtig ist oder was falsch ist? Ich kann Ja und Nein voten. Was, wenn ich auf Nein gehe? Ich kann auch voten.
Ich habe dagegen jetzt mal gewotet. Was macht dagegen voten? Ich habe ja theoretisch unendlich Points. Jetzt geht's los. Danke für den... Was? Frosch... Hold up, was? Was ist das? Frosch just subscribed. Abonniert auf Stufe 1. Hold up. Warte, ist es das, was ich... Okay, Yo, Frosch, was geht? Willkommen im Stream. Oh, Mann. Oh, Mann. I mean, danke für den Sub, der erste Sub. Let's go. Frosch macht noch mehr Pepo Burn Money. Ehrenmann, for real. Boah, ja, I mean. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen kann dabei. Man. Aber danke. Ich find's ja immer voll schwer zu wissen, wie ich darauf reagieren soll. Deshalb so, sorry, falls meine Reaktion zu schlecht ist. Naja, Schuldi willst du call. Bewerte mal, meine Fische ist im Schaukasten. Oh. Warte, hold up, was ist das? First Gründe abonniert für einen Monat. Ach, das ist sogar so ein Emote dann, dass man das extra bekommt. Crazy. Frosch. Deine Fische bewerten ist top 0,01%, sage ich wieder. Oder top 0,009 oder was auch immer. Elegy for the end. Holy shit, okay. Ist also wahrscheinlich eher Support. Hä? Das sieht lustig aus. Für Chlorinth dann. Ah, okay, I see. Macht Sinn, macht Sinn. Was ist das, Alter? Oh. Oh, fuck me. Was ist das? Ja, okay. I see. I see. Ich meine, ja. Komm. Was ist es im Ranking? Das muss ich nachschauen. Froschbüleli. Top 0,13. Ja, das ist lustig. das ist crazy. Insane. Was ist das? Chingle 7 Love. Was ist das für ein Emote? Ich glaube, das ist der Standard-Emote, ne? Den man automatisch bekommt. Jetzt muss ich noch Custom-Emotes hinzufügen. Oh no. Das ist von deinem Kanal. So, ja. Ja, ja. Let's go. Ich muss wirklich welche hinzufügen. Das ist, ja, glaube ich, wie gesagt, der Standard. Ich muss mal was hinzufügen. So was Gescheites. Adventure Time. Benny's Adventure Team. Ah, warte, Frosch, weißt du, wie man Channel Points vergibt? Das war ja davor die Frage. Weil ich wusste jetzt nicht, wie es geht. Es wäre natürlich sehr cool, wenn du es wüsstest. Geht das? Warte, wie meinst du, geht das? Channel Points vergeben. Ich dachte schon. Okay, vielleicht auch nicht. Ich dachte, es geht. Can I give out? Oh, never mind. Das geht gar nicht. Can I give out Channel Points to certain viewers? No, not at this time. How many Channel Points rewards can I set up? Currently 50. Can I see which viewers have earned the most points? No. Can I reset the Channel Points my viewers have earned? No. Das wäre aber auch gottlos. Can I continue to use my existing points program for a third-party developer? Yes. Will I be able to transfer points from existing program? No. Will I be able to see how many points a viewer has? This information would not be accessible at this time. Also auch no. What if custom rewards become too much to handle? Don't worry, we want to make it easy for you, so you can turn off custom rewards at any time if you choose to. Ja, das weiß ich. How will I be able to see what rewards I need to manually fulfill while I'm streaming for custom rewards? Ja, okay. Ja, ist egal, es ist fein. Schade, ich dachte, man kann so Rewards geben, weil dann könnte ich so Sachen testen. Ich teste mal kurz, wie es aussieht, wenn ich zum Beispiel... Ich mach mal kurz was ganz Billiges rein. Lass mal nachschauen.
Genau, ich kann hier bei Channel Points Add Rewards. Da mache ich mal kurz Custom Reward. Test. Enter Amount 1. Test. Das werde ich sowieso gleich auch ausstellen. Und da mache ich halt eben hier Create. Sollte hier drin sein. Absenden. Hat der Jingle hat Test erhalten 1. Was, wenn ich einen Text hinzufüge? Okay, jetzt mache ich mal bei Test. Edit mache ich mal. Mit Text. Frosch hat Test erhalten. Frosch hat Test erhalten. Test, ha. Test erhalten 1. Ich probiere nochmal. Okay, I see. Man sieht das einfach nur im Chat so. Ich dachte, man kriegt vielleicht noch irgendwie so einen Indikator oder sowas. Noch mehr. Aber ja, gut, das ist halt der Indikator-Test. I see. Ich mach das erstmal weg. Dass es den erstmal nicht mehr gibt. Ich glaube, ich bin derjenige mit den meisten Channel Points. Mach noch so ein UID-Review für so 2k Points. Bro, ich mach das for free, aber okay, surely. Ist actually ein guter Call. Sehr, sehr guter Call. Danke, Mann. UID Review. Mache ich gerne ab und zu. Und so auch for free. Oder Single Artifact Flex. Oder, warte. Oder Single Character Review für weniger. Mache ich gerne auch ab und zu mal for free. Wenn ich Zeit habe. Wobei ich mach mal, ich schreibe mal nur in Klammern, wenn ich Zeit habe. Genau, Channel Cost, sagen wir mal 2000. Ich denke mal, das ist guter Wert, den du mal gemacht hast. Dann können wir noch was hinzufügen, genau. Artifacts Flex, Single Artifact Flex. Erstmal Character Flex. Flex Single Character Charakter Character in dem Fall nur mit C, oder? Fuck, ich bin selbst so schlecht. Character Review. Enter Amount, sagen wir mal 500, I don't know, ist mir egal. Ist nicht so viel, oder? Hoffe ich. Und dann gibt's noch eins. Single Artifact Flex. Achso, ich muss noch hier sagen. Ein Artefakt. Bei JSTN kostet UID Review 20k. Okay, das ist insane. Das ist ja voll viel. Wobei er ist ein großer Twitch-Streamer, aber da muss man sagen, das ist sehr viel. Da macht's das, da ist es ja sogar noch nicht mal so insane. Ja, okay, da ist es schon nicht wenig. Es dauert schon ein bisschen. Ich weiß, dass es gerade länger dauert. Ich habe irgendwie nach einer ganzen Woche aktives Schauen erstmal, ich glaube, 20.000 bei BastiGHG bekommen. Also es dauert schon. Oder 17.000 vielleicht nur, ich weiß es nicht. Ein Artefakt. Dann bitte UID und UID Character. Charakter und Artefakt angeben. Okay, ich bin gerade so dumm. Ich habe selbst vergessen, wie man Charakter schreibt. Charakter eigentlich, ne? Okay, oh mein Gott, bin ich dumm. The Jeff will 100k nur damit du Hyperbloom International empfohlen bekommst. Oh nein! Oh nein! Oh no! UID Charakter. Sollen wir mal 150 für Artefakt Review? UID und Artefakt angeben. So. Bei Character Flex mache ich mal auch hier bitte UID und Character angeben.
Genau, hier Enable Text. Und bei UID Review, wenn ich Zeit habe, bitte UID angeben. Okay. So. Right back. Jo, Moment, ist kurz weg. I see, I see. Der 100k für eine Hyperbloom und National empfohlen bekommen, das ist schon wild. Aber da sehe ich so Jeff auch. Ich meine, was will er sonst empfehlen? Aber ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, es ist. Ich glaube, mit National wärst du sogar noch. Dann würdest du sogar noch einen guten Deal bekommen, vergleichsweise. So, der Average the Jeff. Ich glaube, Average the Jeff wäre einfach so Microwave oder so ein Scheiß. Und er würde dir vielleicht wieder Salad empfehlen. Ich glaube, das wäre so eher der typische Deal. Twitch-Recaps, bitte was? Was ist das? Your March-Recap. Momedi's back, yo. Timestreamed. Hohoho! Das ist nicht wenig. Ups! Ja, habe ich ein Leben? Nein. Ich habe fast 100 Stunden gestreamt. Ich weiß nicht, was das ist. Chat sent in the channel. Oh, das ist nicht wenig. Das ist ziemlich fucking viel. Also mehr, als ich erwartet habe. 35 times this month. Im Schnitt mehr als einmal pro Tag. Total months subscribed. Huge. Also for real. Dafür, dass es erst seit irgendwie einer Stunde on ist. Top Clips. Hier ist To Making Mock Memorial. Ja. Ching LP, Extreming LP, was ist das? Warum X, warum, hä? Egal, lass mal Top Clips schauen. Oh nein. Oh no. Oh no. Peak Entertainment. Ja. Beste. Ja. Ach so. Ich glitte. Ach so, wegen dem. Ja, okay, I see. Bloodbath. Was ist der Titel? Ja. Ich. Nein! Ich 42 muss bis davon lachen. 96. Ich habe so gesehen, wie was im Chat aufpoppt. Und dann sehe ich diesen Kack. Und dann. Das so das. Sehe ich People Happy. Und dann Gedankenblase. Cat Think. Jam. Na, Bro, du hast mich sabotiert. Das kann nicht sein. Okay, nee, hast du nicht, aber ich muss davon lachen. Das ist ganz Das war schon geil. Also, ich hatte diesen Clip, ich hatte diesen Run und dann sehe ich das und dann. Das war schon böse. Das hat mein Ass nie geklippt, Ich surely. hab die Musik gemacht, okay. Nee, noch. Nee, doch, kenne ich, aber meine Frage war ja dein Hardest. Genau, jetzt rate mal, was ist mein Hardest? Und du musst ja nicht unbedingt wissen, welches Level es ist, weil. Er hat es einfach nicht umbenannt, Matthias. Es gibt zu Team, viele Level. assemble! Deshalb so, rate mal Schwierigkeitsgrad. Also, wie viele Geh Punkte. mal essen, ah, alles klar. Dann guten Hunger, Frosch, ne? Ja, dieser Clip ist Ich nicht so glaube, ich der habe Wahre. genug Indizien. Frosch Bulli, die surely not. Bloodbath. Ja, ich glaube, das ist einfach scheiße. Resin go poof, resin go oof. Achso, warte, resin go oof, resin go poof. I don't know. I mean, I guess. Okay, ich würde dann sagen, erstmal. Ich farm weiter. Au. Off we go. Let's ride it. The wind knows. Rain outlines your God, you're the fairy. Hier ist noch ein. Au. Das ist auch geil. Ease. Hutok killt Ease. Hutok klappt die Viecher einfach weg. Was spiele ich eigentlich für ein Team gerade? Das ist auch fragwürdig. Lass mal das spielen. It's time to pull the trigger. Weil dann kann ich mich immer noch healen und Hutor macht guten Schaden. Ja, mit Yelan geht's auch. Theoretisch Yelan. Wie heißt denn nochmal? Yelan Nukes kann man theoretisch machen. Aber. Ja. Muss nicht unbedingt sein. Was ist eigentlich ein gutes Ahle-Team?
Ja, du siehst gerade ein relativ okayisches Ahle-Team. Hier. I trust you have packed ample foodstuffs. Genau das. Oder? Nee, warte, ohne Farina. Never mind, my bad. Ich bin dumm. Da stimmt was nicht. Das hier. You want me Könnte on gut your sein. team? Bloß halt statt Farina, Statuthaus ist halt alle. Das müsste funktionieren, denke ich. Ist halt ein VV-Setup. Ein typisches VV-Setup-Team. Du könntest auch mit Double Hydro spielen, aber Double Hydro, also mit Hincho, ist dann halt ein bisschen entspannter. Hier brauchst du Justice. aber. Hier willst du wirklich eine 5-Star-Weapon haben, in diesem Team. Du kannst hier stattdessen theoretisch Freena spielen, ist aber wirklich nicht zu empfehlen. Bennett, wie gesagt, für ein VV-Setup ist halt sehr typisch. Wobei, da kannst du statt Hyunjin auch Bennett spielen, da hast du halt keine. Alright, Wobei ist das let's fein? Du head kannst off. das spielen. Du kannst das hier spielen, nevermind. Das kann man spielen. Das ist halt das typische VV-Vape-Setup-Team. Wie gesagt. Spielst halt eigentlich genauso wie Huta. So, jedes Footer-Team ist halt eigentlich ein gutes Ahle-Team. Bloß, dass Ahle halt noch ein bisschen besser auch in Overload passt. Das heißt, du kannst auch genauso gut am Ende des Tages das hier spielen. Wobei, warte, Fische. Und das hier. Das geht auch. In the name of the Das ist Princessin. auch ein gutes Team. Es ist weniger gut, glaube ich, als die anderen Vape-Teams, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich glaube, Vape-Teams sind ein bisschen besser. Ich meine, Huta und Yoimiya spielen sich sehr ähnlich und Ahle spielt sich genauso wie Huta und Yoimiya. Deshalb so. Und sie hat halt ein bisschen mehr Interruption Resistance, deshalb ist es nicht ganz so wie Yoimiya. Sagen wir einfach die gleichen Teams wie Hutao eigentlich. Elan. So. Who's our target this time? Das Problem ist halt bloß, dass sich Arlecchino ja in Combat nicht healen lässt. Sie lässt sich, glaube ich, außerhalb von Combat healen, hieß es, aber in Combat nicht. Und das ist halt, ja. Das eine. Ich bin aber gegen Vapes. I mean, okay. Ist fein, Andrew Tate. Breathe air. Das ist nicht gesund, ja, ich weiß. Egal, wie gesagt, du kannst Vape spielen, du kannst auch Overload spielen. Monopyro ist. Es ist okay. Ich meine, du kannst jeden Charakter Monopyro spielen. Also jeden Pyro-Charakter, würde ich sagen, aber. Don't Leute, hey, yo Maxi, was geht? Willkommen im Stream. Kanalpunkte! Ganz groß von Mobili nochmal. In Caps natürlich. Jo. Also, I mean, ist wahrscheinlich ein Appell an Maxi, ne? So, jetzt werde ich Maxi richtig extorten, so. Wenn er immer sagt, so. Maxi sagt immer so: Schau dir mein Artefakt an. Ja, ist das. Let's go. Ich meine, du warst ja die ganze Zeit da natürlich. genau. Maxi fragt immer so: Ist es ein gutes Artefakt? Ha, jetzt kann ich extorten, jetzt kann ich sagen: Du musst Kanalpunkte benutzen. Um mich nach dem Artefakt Review zu fragen. Sonst mache ich es nicht. Ease. Die 50 Punkte piss ich. Es sind 150. Oder? Es sind 150, ja. Aber true. Ich meine, so viel wie du hier die ganze Zeit im Stream hocken bleibst, das ist insane. Bitte ist das Artefakt. Oh, es ist sogar Artefakt. Ich habe das die ganze Zeit geskippt immer. Okay, das ist gut. 150. Aber ganz ehrlich, so viel wie du bei mir im Chat immer bleibst, 100% Ease. Man kriegt ja 10 pro Minute und sagen wir mal nochmal pro 30 Minuten. Alle 30 Minuten sagen wir auch noch eins. Das ist, glaube ich, nichts, ne? Ja, fuck. Egal. Probieren geht über studieren. Hab 700 Punkte. Wie hast du 700? 10 pro 5 Minuten. Wie hast du 700? Also, wie hast du 700? Wirklich, wie hast du 700? Follow gibt 3. What? Oh.
Ach, na gut, na dann. Warte, ich muss mal actually nachschauen. Hold up. Hier. Information über Kanalpunkte. Silly Billy Hilly Churl. Warte, hier steht, so verdienst du Kanalpunkte. 5 Minuten lang ansehen, deine Boni holen, plus 50 an einem Raid teilnehmen, plus 250, diesem Kanal folgen, plus 300. Erster Cheer des Monats, erstes Geschenkabo des Monats, fleißiger Zuschauer bis zu 450. Ach so! Ja gut. I see. Da hast du doch mehr als ich. Ich habe ja selbst einen weiteren Account hier, mit dem ich dann halt alles direkt immer testen kann. Ich dachte, ich war die ganze Zeit am Anfang da schon. Das heißt, ich dachte, ich war vielleicht ein bisschen länger als du, aber ich habe jetzt halt mich nicht selbst gefollowed. Ja, ich bin crazy aktiv. Das ist insane. Der Momeli-Support. Der ist wild. Oh nein, ich glaube, du zielst extra auf diesen Abyss-Run ab, ne? Du willst diesen Abyss-Run von mir sehen. Oh nein. Oh no. Eventuell. Ach, er wird Dori Goru machen. Ich muss wirklich langsam anfangen, alle Charakter zu bilden dann. Erst am ersten Tag aktiv und dann inaktiv. Warte, ich merke. Wie es scheint, habe ich schon alle Artefakt-Spots des Tages abgefarmt. Bei wie viel bin ich gerade? 800, okay. Ungefähr 200 pro Tag, denke ich, kriege ich. Mit den Artefakten natürlich auch von den Domains. Hör, ich komme fast jeden Tag in den Stream von Schlingling, das stimmt. Schlingling, warte, Schlingling? Ah, okay. Ja, hier gibt's keine Spots mehr, ne? Ja, das ist es nicht. Na dann. Warte. Auch mal Discord gehen, sonst kein treuer Zuschauer, war for real. Das ist wichtig. Vertraue. Warte, war ich hier schon heute? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ja, ich war hier schon. Genau, dann gibt es hier noch ein paar Elites. Dann gehe ich halt noch ein paar Elites killen. Oh mein Gott, das ist so ein guter Front. Ed Panda Maxi, deine Discord-Playtime überschreitet deine Lebenszeit. Aber wirklich. Naja, also ich bin natürlich selbst dann immer im Discord. Ich bin ja, also Maxi ist nicht im Discord, wenn ich nicht im Discord bin. Es sei denn, es ist natürlich Frosch drin. Aber er ist ja, also Max ist ungefähr so viel, sagen wir mal, im Discord wie ich. Vielleicht ein bisschen weniger sogar. Aber trotzdem so. Wirklich. Es ist einfach real. Er ist einfach am Playtime farmen. Immer noch. Ich glaube so, wenn ich mal Zeit habe, werde ich vielleicht sogar tatsächlich Custom Emotes selbst zeichnen. Ich mag ja eigentlich zeichnen. Ich bin nicht gut darin, aber... I mean, ich würde es mal gern machen. Das wäre bestimmt lustig. Ich muss halt auf dem PC zeichnen, weil ich kann eigentlich nur klassisch zeichnen. Klassisch kann ich okayisch zeichnen. Auf dem PC ist übrigens scheiße. Ich meine auf dem Handy. Ich meine auf dem Tablet. Ich habe ein Tablet extra zum Zeichnen mal gekauft und dann habe ich es nie wieder gemacht. Egal, heute nicht. Mist. Wobei, nee, warte, ist für dich scheiße, du hast keine Playtime mehr, du hast deine Streak verloren. Nicht mehr 100 Stunden Spielzeit auf Discord. Ah, okay. Jetzt kann ich halt eine Combo machen, in der ich halt erstmal vape mit Yelan und dann kann ich Hutau vapen. Also wenn Pyro nicht da ist, okay, dann kann ich nur Hutau vapen, aber das ist ja actually voll gut. Einfach insane Combo freigeschaltet. Oh, Panty. Ach so, doch, jetzt sieht man das. Ha, das ist nice. Oh Mann, ich lieb das. Ich sein ein Panda. Sehr gut. Alter, was ist mit Kasua jetzt falsch? Er ist stuck? Und er ist wieder.
natürlich kann ich das machen. Aber was ist das denn? Warum existiert das? Und wenn ich stehen bleibe wieder? Egal wie du dich bewegst, also du musst mit Kasua das machen, sonst kommst du nicht raus. Okay, stark. Ja, Digga, wenn du auf meinem Account spielst, der die insanesten Artefakte der Welt kommen da raus. Das ist gottlos. Also, Digga, das ist behindert. Das wird dann besser als mein Main-Account. Ich schwör, du machst so ein Tempel instant alles. Achso, beim Aktivitätsfeed sieht man auch dieses ganze Test von Frau Spulili von der Chingling. Ich wusste gar nicht, dass es im Aktivitätsfeed dann drin steht, das ganze Zeug. Wir das schaffen, Punkte abzugeben. Yo. Bist doch wieder da. Maxi. Ja, ja. Jetzt werden Artefakte abgeholt. Ich will aber was testen. Ich will gucken, ob ich, wenn ich einen auf einen PlayStation-Account gehe, ob ich mich damit verbinden kann. Ansonsten muss ich das über Handy machen. Na, es geht safe mit PlayStation. Sollte es nicht. Ja, aber eigentlich kann ich mich auf PlayStation auch anmelden mit Daten. Ah, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich würde halt Dailies machen. Wenn du halt sagst, du würdest halt nicht aktiv spielen, wenn du dein Abi da machst und so, weil du das ja mal meinst. Ich spiele auf keinem Account gefühlt. Also, doch, auf diesem Account spiele ich noch aktiv, auf dem anderen wenig. Nur auf dem kein Kasua-Account. Der Kasua Main oder kein Kasua Account. Ich habe ihn kein Kasua Konto getauft, eigentlich. Du kannst dir vorstellen. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, dort Kasua zu bekommen, ehrlich zu sein. Einfach, du musst Account keine God Pieces nennen, du bekommst God Pieces. Aber wirklich. Frosch ist wieder da, let's go. Hallo Frosch. Nee, das war Frosch wirklich. Ist gestern noch das Video gekommen, worauf er gewartet hat? Ja, aber wir reden nicht darüber on stream. Ja, okay. Will ich nur mal ganz wichtig sagen. Aber ich sage, spare deine Primus, mein Freund. Es kommen gute Zeiten. Das ist crazy, Alter. Warte, was mache ich jetzt eigentlich? Eigentlich gar nichts, ich bin fertig hier. Na ja, komm, ich gehe noch ein paar Elites killen. Weil Morra und Artefakte, Schuli. Was passiert? Wieso sparen? Sagen wir es mal so. Gute Zeiten kommen. Das heißt, du willst für gute Zeiten sparen. Momedi will nicht sparen. Er hat sowieso kein Glück. Er zieht eh nur schlechte Sachen. Momedi kriegt nur schlechtes Zeug, ja, true. Ja, ja. Was Kit angeht, der braucht gar nicht sparen. Also der würde wahrscheinlich auch mit einem Single Pull direkt alles bekommen. Ja, aber wirklich. Mit einem Single Pull Triple Five Star. Das ist behindert, Alter. Boah, kannst du mir das Video schicken? Sollen wir das dann später auch machen? Sei angenehm erfreut, sag ich jetzt mal. Hab jetzt Kalks. Hab jetzt ja Kalks. Und sie ist auch gut. Crazy. Das klingt sehr gut. Ich meine, die Assumptions davor waren halt einfach komplett daneben. Und man war so, okay. Mach jetzt will Live-Reaction, schreibt er mir. Das ist krass. Warte, was? Du sollst Live-Reaction machen? Weil Frosch mir das Video schicken sollte. Er schreibt, ich soll Live-Reaction machen. Ich meine, wir können ja deine Reaction hören. Wir dürfen halt bloß nichts sehen. Ja. Oh, warte, das sind auch Elites, die zwei. Hey. Ab 1 Minute 30 wird's wichtig, okay. Gucken. Ja, egal. Wer? Gemeint ist Dings. Maxi natürlich. Gerade weil er ja gerade auch im Call ist. Ich guck mir trotzdem das Video komplett an. Ich will mal auch gucken, wie das aussieht. Ja, es lohnt sich auch, das anzuschauen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Essen gute Zeiten. Kann ich sagen. Sejuin? Was? Nein. Wer ist das überhaupt? Sejuin. Habe ich noch nie gehört. Egal. Hallo, komm her. Ey. Fuck. Skill Issue. Doppel Skill Issue.
Das erinnert mich so voll so. Ich weiß nicht, kennst du so Muskeltiere und so? Ja. Irgendwie von der Haltung her so. Erinnert mich voll daran. Das ist eine Beleidigung gegen Clorinth. Oh, hold up. Das darf ich nicht zeigen. Frosch hat's gerade in den Discord-Channel geschickt. Das darf ich nicht zeigen. Das lieber nicht. Lieber nicht. Muss nicht sein. Knapp. Nee, ich hab's ja auch nicht on-stream gezeigt oder sowas, aber also ich hatte halt geschaut und war so, was ist das denn? Und dann, ups. Puh. Ist eventuell böse. Böse Zeug. Ah! Yo, er hat durch das Loch geschossen. Das ist crazy. Ich auf jeden Fall crazy aus von der Animation her. Ich hätte mir eigentlich eine bessere Reaktion erhofft. Also meine Reaktion gestern um 4 Uhr war halt literally so ein... Das war's. Man hat's auch nicht auf Discord gehört, weil es unterdrückt wurde, weil es zu laut war, aber das war meine Reaktion. Die Frage ist halt, sind aber sowas wie ihre Cons und so sind ja noch nicht geleakt, ne? Doch, natürlich. Aber wir reden nicht darüber, ich weiß nicht, was meinst du mit Leaks? Bro, Jimmy und ich haben alle Nachbarn geweckt. Ich gestern, aber wirklich. Alle Nachbarn geweckt. Alter, das war behindert. Das war behindert. Ey, aber Frosch, geht's dir eigentlich gut? Also, just saying, du hattest ja 2 Stunden Schlaf gehabt oder sowas. So. Ja, ich hatte zum Glück. Wann bist du gejoint? Erst späteren Nachmittag, Schule und dann konnte ich noch mehr schlafen. Ich bin aufgewacht, meine Mutter hat gesagt, ich war wie ein Zombie, sie hat mich noch nie so erlebt. Und dann ging ich da halb eingepennt. Vielleicht war es auch nur so ein feuchter Traum, weißt du? Ja. Ja. Aber ja, Maxi, wir haben alles. Alles. Na, wie gesagt, wir reden nicht darüber mehr. Wir haben sogar Frame-Data mittlerweile. Wie lange jeder Normal-Attack geht und so weiter. Das ist crazy. Okay. Das ist echt krass. Das ist insane huge. Und wenn du sagst, gut, Alter, ich werde keinen einzelnen Primal. Ich wollte Forrisan haben, Alter. Aber wenn halt so gute Charaktere kommen. Ich meine, Wanderer ist nice und so zu spielen mit Forrisan C6, aber ist halt nicht so wichtig. Wanderer wollte ich eigentlich nur haben, weil er fliegen kann. Weil er Gott ist. Ja, und jetzt Xianyun hat einen Power Crypt. Naja, das ist halt dann unnötig geworden. Ich versuche C6 zu bekommen, Florent. Ja, ich nicht. Aber viel Erfolg jetzt schon mal, ne? Ja, danke. Bis jetzt sieht gut aus, ich hab 160 von uns. Oh, 160 klingt gut. Ja, ein ganzer Punkt. Und was ist das? Aber ich hab da so gute Farming-Methoden. Für Genesis Crystals. Ein Hidden Domain. Gute Farming-Methoden. Das ist eine crazy Aussage. Naja, es gibt ja schon noch unterschiedliche Strategien, das kann man auch sagen. Nennen sich eventuell gewisse Websites. Ich meine, das ist halt literally eine Methode, es ist eine andere Methode, kann man ja nicht anders sagen. Ja, diese Webseite finden war ein massiver Buff zu meinem Account. Oh, for real. Das war so ein 30% Buff. Das ist insane. Ja gut. Elites killen is the way to go. Digga, es ist irgendwie nicht so gut, wie spät es schon wieder ist. Aber ich musste halt... Wirklich. Das war übelst der Scam. Auf einmal hieß es so... Also heute um... Wie viel Uhr war's? Ich glaube um 15 Uhr oder sowas, 16 Uhr. Ich war am Lernen. Auf einmal kommt so eine Nachricht und dann steht da so, du bist jetzt ein Twitch-Affiliate oder du kannst einer sein, du musst nur noch deine Daten eingeben. Ich dachte so, hey, das geht voll schnell. Das dauert so ein paar Minuten vielleicht. Das hat irgendwie 1,5 Stunden gedauert oder 1 Stunde mindestens. Also ich muss erstmal wissen, was ist überhaupt ein TIN?
Was ist ein Tin? Ja, ein Tin ist halt deine Tax Identification Number. So, ah, okay. Nie benutzt in meinem Leben. What the fuck should I know? Aber bevor du halt das machst, kannst du ja nicht Channel Points freischalten. Was ist mal ganz wichtig? Deine Hoffnungen werden. Ich hoffe, dass bald ein cooler Charakter kommt. Deine Hoffnungen werden erfüllt. Sasuke. Das ist auch gut. Deine Hoffnungen werden erfüllt. How do you know? Das. Ich spiele dann seit langem mal wieder ein 4-Star-Charakter in Form von Fischl. Warte, ansonsten spielst du keine? Nee. Obwohl, ja, maybe Sing Cho manchmal. Cookie? Nicht? Ach, stimmt, ja. Nee, ich mach ja. Raiden. Chevreuse hast du nicht. Forusan? Ja, gut, ich meine, aktuell würde ich Chevreuse auch nicht verwenden, hätte ich sie. Ja, okay, das stimmt. Ich krieg nicht einen vollen Crit Rate Buff, weil ich zu dumm bin. Fuck it. Das ist ein wenig. Achso, Scoba vielleicht Hydroplight gewesen? Das könnte sein. Ah, Moment. Ja. Ich hänse gut schön. Okay. Ja, Digga, bevor er gestorben ist, musste er noch einmal kurz die Sucrose mitnehmen. Das ist auch so klar gewesen. Oh mein Gott. Egal, warte. Ja, ich habe nichts gesehen, Bennett. Wer? Kein Bennett-Fan. Frosch. Ich spiele keine Carries für Bennett, die Bennett brauchen. Ach so. Ja, gut. Ich meine, deine Carries sind Nuvelet. Yelan, Farina. Was spielt's noch? Warte. Hey, ich meine, ich spiele vieles, aber wer braucht Bennett alle Kino? Die wird jetzt geskippt wegen gewissen Träumen. Ja. Dann Navia, die ist Gio. Risley. Der ist Cryo, Lini juckt noch nicht. Dann gibt's noch Sheng Ling, aber. Ja, das ist so gut. Meint ich auch nicht wirklich. Maybe war es das Klee, maybe? Ja, aber es ist Klee. Es ist Klee. Ja, okay, das macht Sinn. Na, früher war es halt anders. Früher war es ja wirklich insane. Früher waren die besten Charakter fast alle Bennett-abhängig. Xiao war davor Bennett-abhängig. Yeah. Ganyu war Bennett-abhängig. Hu Tao nicht unbedingt, aber auch sehr gut mit Bennett damals. Tartaglia, Chincho, es geht halt National mit Chandling. Was gab's noch? Noel konnte auch Bennett benutzen wegen Attack Buff. Hat's ja nicht mal genug Geo-Charakter, um Mono Geo zu spielen. Es gab auch keinen Goru. Rosaria, Yenfei. Ja, Yula kann sich irgendwie sonst noch wohin verpissen. Okay, Ayaka wäre Cope. Ayaka's komisch. Ja. Raiden halt auch, Yoimiya auch, aber das ist dann halt mit der Zeit, brauchst du ja immer weniger Hyperbloom Raiden. Xiao hat Farizan bekommen, Ganyu ist Ganyu. Hu Tao hat inzwischen auch bessere Supports. Ja, Miku ist sowieso inzwischen in Aggravate drin.
War Miko eigentlich ein guter Charakter, bevor Aggravate rauskam? Ja, sie war sehr gut in Taser. Okay. Ich hab so gespielt, Yae, Fischl, Kokomi, Kasua. Yae, Fischl, Kokomi, Kasua. So, also sozusagen statt Baiju oder sowas, das man heute spielen würde, halt einfach. Ja, gut. Halt Kokomi wegen Taser. Ja. Ich spiele ja dieses Team mit Baiju statt Nahida auf meinem anderen Account und Raiden statt Miko, aber ich würde sagen, hier ist Baiju besser, wegen Heals. Ja, das ist sehr nice, das Team. Ja, mit Baiju und Kasua ist es besser. Also, das allerbeste ist Kasua, Nahida, aber dann hast du keinen Healer. Ja, das ist halt darum scheiße. Spielen viele Baiju. Weißt du, was die Rotation in dem Team ist? Yae, Ikazui, Nahida, E-Burst, Q, EQ und dann Fischl I. Und dann Yae. Official kommt noch vor, Nahida. Du machst Yaimiko Is, ja. Asua I, Official I, Nahida I, Burst. Dann machst du Kasua Burst I mit Constellations, sonst glaube ich hast du den Cooldown noch nicht. Dann Yaimiko Burst, Yaimiko Is, Official Burst, Kasua I. Und dann, ja, Miko Normal Attacks, bis du die Ease wieder hast. Aber warum machst du Fischl vor Nahida? Ich meine, Nahida gibt ja noch EM Buffs, warum kommt Fischl dann vorher? Einfach wegen Uptime. Und wegen du machst keinen Ost Resummon? Ja doch, du machst ja Fischl Burst. Ja. Okay, ich schreibe dir die Rotation nicht auf. In der ersten Hälfte aber nicht. Also erste Hälfte machst du ohne, ja so, also... Sozusagen die erste Hälfte von der ersten Rotation ist dann halt unbufft und der Rest ist bufft, weil danach ist ja Uptime. Ja, ich probier's mal aus. Digga, wirklich, die Bilder gestern waren aber auch wild. Wirklich um 4 Uhr nachts noch diese Scheiße zusammen zu craften, war wild. Erstmal, ich dachte schon, Six Star Madam Ping ist schon ein gutes Meme. Ich dachte so, das ist ein gutes Meme. Und dann kommt das. Ja. Und das. Und das, Alter, das hat mich so off guard gecatcht. Alter, das ist zu wild. So, hier. Okay, hold up. Yae, Kazuha, I. Ich nehme, hier ist alles fein, hier kann ich gerade alles zeigen, was ich zeigen kann. Kazuha, I, Fischl, I, Nahida, I, Q, Kazuha, Q. Yae, Q, I, Fischl, Q. Kazuha, I, Yae, N, Ace, Repeat. Ja gut, aber das ist das, was ich meine. Ich meine, in der ersten Hälfte von der ersten Rotation wirst du Fischl nicht gebufft haben von, ja, von Nahida. Natürlich ist es nur die erste, aber... Ja, ist egal, es passt. Ich denke mal, das passt so ungefähr. Ja, Thumbnail mega wild. Meinst du das Video da? Das Non-Clickbait Thumbnail, das ich gemacht habe. Ich muss sagen, ich habe da schon wirklich ein Meisterwerk gezaubert. Es könnte aber wirklich sein, dass es eines meiner besten Thumbnails wirklich. Also, das ist no shit eines meiner besten Thumbnails ist, weil ich sonst natürlich bei Thumbnails nie wirklich mir Mühe gebe. Mann, hätte ich den dritten Dings-Stack, dann würde ich wirklich 63k hätten. Jetzt mache ich nur 48. Rotik. Hast du keine Cheat auf dem Account? Oh doch, habe ich. Ich habe ja auch Sucrose macht da jetzt ja nicht so viel. Cheat könnte den Job von Sucrose und Charlotte gleichzeitig. Stimmt. Huch.
right here, right now. Commit to memory, sharing my knowledge. Keine Electro Application, schade eigentlich. Hast du keine Fische? Doch, hab ich. Ja, ich hab da ein paar Normal-Tags gemacht. Schade eigentlich. Ja, gut. In dem Team ist es ja auch lustig, dass du fast genug Energy bekommst, um tatsächlich Yaimiko Burst zu dingsen, wie es nun mal. Ja, du kannst die Rotation Burst. Aber es kommt auch an, glaube ich, wie viel Energy du hast. Also wie viel ER. Wenn du so wirklich 0 hast, könnte es schwerer werden. Ansonsten. Es sollte schon gehen, aber das Problem ist halt, du machst dir meistens nicht das Chamber fertig, genau dann, wenn deine Rotation fertig ist. Ja, okay, das stimmt. Darum ja. Als ob ich, er hat meine Q ge- okay. Ich glaub's auch. Ja, meine Rotation ist lustig. Huh! Er hat, okay. Ja, wie der einen aber trifft, ist auch schon lustig. Der heilige Scheiße, ich hab doch on cooldown true. Das ist insane. Dory Whale, bitte was? Was ist das denn für ein Move? Nothing lasts forever. Right now, emerge. Wind strike. I summon thee. Okay. Bald wird Abyss mit Dory gemacht. Oh no. Achso, und dann kam Dory Whale. Oh, bitte nicht. Jetzt weiß ich, weshalb Mumili das hinzufügen wollte. Er wollte, dass ich. Sein Ziel ist es, dass ich mit Dory Abyss spielen soll. Okay, das hatte ich von vornherein eigentlich gewusst, aber trotzdem. Nee, das muss nicht sein. Ah. Oh. Ja, wir wissen jetzt, dass ein gewisser Kokomi-Fake etwa doch so doppelten Damage macht, wie wir gedacht haben. Aber ist immer noch scheiße. Okay. Zum Glück. Wichtig. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Ah! Oh. Ja, das ist schade. Der macht viel Schaden. Ich mach mal das. Digga, ich hab doch Q, Mann. Wenn die Q immer so 2 Sekunden zu spät kommt, halt. Nee, nicht 2,5. Ja, das ist dann immer so traurig. Strike a pose. Time to shine. Stand clear. Stay cheese. Hard hitting it.
Warum trifft der Mann so? Die Frage ist jetzt, fahren wir auf neue Set. Weil ich habe eigentlich vor, einen gewissen Charakter schon noch mit Farina zu spielen. Wenn ich halt kann. Aber es ist halt nicht so wie Utau, ja auch ohne Farina Marsha sehr Hunterzimmer gut gegangen. Oh mein Gott, nervt der. Warte, was? Kannst du nochmal sagen, kurz, sorry. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das neue Set jetzt farmen soll. Weil ich habe zwar schon vor, einen gewissen Elektro-DPS mit Farina zu spielen. Aber halt nicht immer, maybe. Weil Farina auf der anderen Seite gebraucht wird. Bei Utau, da muss ich ja nicht immer wechseln. Weil sie kann es auch so gut brauchen, Marsha Seehunter. Aber ein gewisser anderer Charakter halt nicht. Wir reden von Dori, ja. Der beste Elektro-DPS im Game, wie wir wissen. Mit C6. Mit Dori, truly insane. Ja, ich habe eigentlich das neue Video von Jeff geschaut und ich würde sagen, da sind seine Calls gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, das ist. Was? Ich glaube, ich hab's nicht gesehen. Was meinst du? Erstmal, so. Ach, das Arlecchino. Ja, warte. Andere Review. Ja. Ja, mal schauen. Ihr sagt auch, dass der Banner scheiße ist. Ja, gut, ich meine, da kann man jetzt nicht laut Skill falschen. Aber hey, er sagt mal nicht scheiße. Ja. Er versucht mich Force das zu oversellen. Ich glaube aber auch wirklich. Sagen, Shang Ling ist gut, wenn du ein Team für sie hast. Hat gute Constellations. Fremine und Lynette Trash. Und dann. Oh mein Gott. Das hat mit. Ach so, ja. Er spricht recht viel über Constellations. Wo er sich ja sicher gut auskennt. Ja, I mean. Es ist aber nicht ganz falsch, was er sagt. Ja, nehme ich auch an. Ich meine, er sagt so, ja, maximal bis C3 auf Arlecchino hat er gesagt, alles weitere ist dumm. Außer du willst C6. Ja, true. Ich kann ihn bis C4, da hat er gesagt, ja, die Force ist ein Dogshit und Lynette ist theoretisch okay, aber weil es bessere Optionen gibt. Also, Lynette wird ab C6 okay, aber, weil Lynette halt, wenn du auf C6 Forsters gehst, wirst du inzwischen bessere Optionen haben als Lynette, das lohnt sich der Banner für Lynette auch nicht. Da gibt es dir Forsters sind scheiße. Hat gesagt, ja, Faith Warbow ist der einzig okay, ist die einzig okayische Waffe, aber auch da ist es nicht so gut, weil es ist Faith Warbow. Was willst du mit Faith Warbow machen? Auf einem Banner. Und dann hat er noch gesagt, ja, die 5-Star-Waffen von Arlecchino ist sowieso nur für Drip da und die Waffe von Dings ist okay, aber nicht so insane. Also, es ist ziemlich okay, hat er gesagt, wie ist nochmal die Waffe von. Von. Wie ist es denn? Arlecchino. Nee, die Waffe von. Lenny. Ja. Hat er gesagt, das ist eigentlich ein guter Bogen, aber. Aqua ist besser. Ja, eben. Hat gesagt, ja, es gibt andere Optionen, die halt auch gut sind und die Bögen sind generell sehr stark. Die 5-Star-Bows, deshalb so ist es nicht so wichtig. Ich denke mal, also ich habe jetzt keinen Fehler direkt rausgehört, deshalb. Nicht sowas wie Salad ist actually genauso gut. Ich glaube, Genshin lasse ich erstmal an der Stelle. Das ist lang genug gewesen. Der Genshin-Stream. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Gemichu-Dash machen. Gemichu-Dash, ja. Werde ich es jetzt wirklich noch viel spielen? Ich glaube nicht, aber...